Hallo und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich heiße Steffi Waldner-Scharfen, komme aus der Nähe von München aus Poing und bin Stampin'-Up-Beraterin. Das heißt, ihr könnt alle Produkte, die ihr hier im Video seht, über mich und bei mir bestellen. Und heute möchte ich mit euch zusammen so eine super stabile Klappschachtel Origami-Box basteln. Origami deswegen, das geht hier völlig ohne Kleben. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein 12x12 Inch Farbkarton oder Designerpapier. Es würde beides gehen. Und ihr legt jetzt einfach mal eine Seite an und wir falzen los. Und zwar falzen wir bei 1,5 bei 4 cm. Also 1,5 cm, 4 cm, 6,5 cm, 16 cm, das ist jetzt hier genau die Rille am Ausklapparm, 18,5. 21 cm und dann 30,3. Das ist wirklich ein Hauch. Also hier sind wir 30,3 und da wird abgeschnitten. Das ist hier wirklich 1,5 mm, denke ich. Und dann wird gedreht bei 7 cm. Ah, genau, wenn ihr dreht, achtet ihr darauf, dass die schmale Lasche unten ist, okay? Dann geht es nämlich los bei 7 cm. So. Falzen, unbedingt. 9,5 cm. 16,5 cm cm und am Schluss bei 26 cm wird abgeschnitten. Genau, das ist jetzt hier die Grundform der Karte. Wir haben im Prinzip dreimal die Grundfläche und hier haben wir die dünne, schmale Falzlinie und jetzt müssen wir uns die Schachtel rausschneiden. Wie haben wir das gemacht, gell? So. So geht's. Nee. Das geht da lang, genau, da wird rausgeschnitten. So. Also ihr legt euch die Falzlinie, die schmale, nach rechts. Und dann geht's los, würde ich sagen. Moment, ich muss mir jetzt das hier einmal kurz auseinanderfalten, damit wir auf gar keinen Fall hier einen Fehler machen. Das hier ist die Grundform. Genau. Und so schneiden wir uns das jetzt zu. Das hier ist der Prototyp quasi. Das heißt, die schmale 1 cm Falz liegt rechts und wir schneiden als erstes an der zweiten Falzlinie von rechts die Ecke ab bis zur zweiten nach oben. Da drehen wir und wir schneiden ganz ein. Achtung, das hier bleibt eine Klebelasche. Und das werden unsere, diesmal haben wir ja keine Klebelasche, weil es eine Box ohne Kleben ist. Dann ist es nämlich eine Einstecklasche. Auch gut. So, und das machen wir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite auch. Einfach reinschneiden. Bis zur zweiten Falzlinie, also über eine schneiden wir drüber. Wir schneiden sogar über zwei drüber.
damit wir wieder gucken kurz, ob es richtig ist. Genau, wir schneiden über zwei drüber. Seht ihr hier, schneiden wir bis hierhin, aber das wird nicht abgeschnitten, sondern wieder als Einstecklasche modelliert. Gesehen habe ich die Verpackung bei der lieben, wunderschönen Martha von Cookies Craft & Co. Die hat das vor einiger Zeit mal, ich glaube, auf YouTube oder Instagram gebastelt. Und das war hat mir sehr gut gefallen. Habe ich gedacht, das basteln wir jetzt hier auch mal nach. Man muss ein bisschen aufpassen beim Rausschneiden am Anfang. Aber ansonsten ist das, kann man es natürlich auch aus Designerpapier machen. Und das ist wirklich eine stabile Schachtel, die da entsteht. So, das haben wir jetzt geschnitten. So rum. Jetzt widmen wir uns der anderen Seite. Das heißt, hier schneiden wir wieder von, das ist wahrscheinlich trotzdem die schmälere Kante, gell? Von das, was wir jetzt lang gelassen haben. Ich zeige es euch mal, wir haben das hier raus. Und hier schneiden wir wieder bis zur, über zwei Falzlinien hinweg, bis zur dritten Falzlinie. Genau. Achtung, das hier sind die Klebelaschen. Wir schneiden an der zweiten Querfalz rüber und hier werden wieder die Stecklaschen rausgeschnitten. Kleine Keile. Sehr gut. Und dann seht ihr schon, wo die Reise hingeht. Jetzt haben wir schon drei Seiten rausgeschnitten. Jetzt fehlt die gegenüberliegende hier und da schneiden wir auch über zwei Falzlinien hinweg bis zur dritten. Das werden wieder Einstecklaschen. Genau, man kann auch erst Einstecklaschen schneiden und dann bleibt dran und dann abschneiden. Genau, so schaut es jetzt aus, hoffe ich bei euch. Noch ein bisschen hoch, oder? Und jetzt wird gefalzt. Rundherum natürlich. Und zwar immer nach innen geklappt, weil wir ja dann sich alles nach innen biegt. Wenn die Einstecklaschen halten und hier wird auch nach innen gefalzt, nur diese kleine Einstecklasche, diesen Zentimeter, in dem wir uns orientiert haben, der wird nach außen gefalzt. Wenn euch das zu kompliziert ist, dann falzt den auch nach innen, den knickt man dann schon um. Wenn das Papier einmal gut gefalzt ist, geht das auch oft in beide Richtungen sehr gut. So, hier die Falzen. Nehmt einen Papierfalter, den Fingernagel, wer möchte, oder ein Lineal. Aber der Papierfalter eignet sich da schon besonders gut. Okay. Jetzt wird hier alles schon bereitgelegt, diese kleinen Öhrchen, diese Stecklaschen, wie wir sie genannt haben, die gehen jetzt nach innen und das Seitenteil wird drüber gelegt und diese kleine Lasche, die eben in die andere Richtung gegangen ist, biegt sich hier sehr schön in die Ecke rein. Genau, jetzt fällt nämlich ein, dass wir die große hätten wir auch nach außen falzen müssen. So, nochmal kleine Ohren um die Klebelaschen rum und jetzt stabilisiert sich das alles hier wunderschön in der Mitte, weil es einfach die perfekte Größe hat, um sich gegenseitig zu halten. Dann der erste Deckel wird reingeklappt,
die Einstecklaschen wieder nach innen und in die Mitte zwischen Einstecklasche und Außenland werden jetzt die anderen Laschen gedrückt. Und da müsst ihr gucken, wenn es jetzt hier hakt, wie bei mir, das ist auch gut, dass das passiert jetzt, dann müsst ihr hier nochmal eure Einstecklasche ein bisschen abrunden und schon hält's. Wunderbar. Genau, und jetzt könnt ihr, die Box ist aber an sich komplett verschlossen. Also da brauchen wir jetzt keine Banderole, kein Band, kein nix. Aber natürlich wollen wir sie noch schön herrichten. Und da hätte ich jetzt gerne ein schwarz-weißes Designerpapier. Schauen wir mal. Im Hintergrund, weil rot und schwarz-weiß, das finde ich immer richtig, richtig, richtig hübsch. Das ist doch ganz gut, oder? Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Das könnte gleich fast perfekt drauf passen. Na, Blumen mag ich heute nicht, lieber Fischschuppen. Oder... Ah, die Streifen sind in der Kamera immer so blöd. Also messen wir mal auf, was wir für eine Mattung brauchen. 6,7 mal 9,2. Also 6,7 mal 9,2. Jetzt müssen wir mal überlegen, in welche Richtung wir hier das gerne. Also 9,2. Habe ich hier, das trifft sich ja gut. Nur die Ecken sind ein bisschen schon lange hier. Schneiden wir mal schön zurecht. So, 9,2 und jetzt hat 6,7. Dann haben wir eine schöne Mattung. Und ich glaube, ich klebe es nochmal für innen rein. Für den Boden. Ist auch immer ganz hübsch, wenn man in der Schachtel den Boden noch so verkleidet. Gerade wenn es bei Designerpapier finde ich das überhaupt nicht notwendig, aber wenn das hier so eine monotone oder man könnte es auch in den Deckel reinschreiben, reinkleben. Das ist doch ein hübscher Kontrast. Ich könnte es eigentlich überall reinkleben, wenn ich es mir gerade zurecht überlege. Und da passt natürlich sehr, sehr gut eine Geschenkkarte rein. Das ist wieder geschlossen. Ein bisschen Süßigkeiten, was auch gut reinpasst. Und weil es eben so schön zu ist, sind so ein paar Bastelschnickelidis. Gibt ja, manchmal haben wir so Metallakzente. Einen schönen Mistelzweig hatten wir zum Beispiel an Weihnachten. Oder Pailletten passen auch gut rein. Ja, sehr gut. Dann werde ich mir noch mal was für mein Team überlegen. Haben wir ein Teamtreffen, da freue ich mich auch schon drauf. So, 6,7, dann gibt es noch eine Mattung, weil ich es hier so schön bereit habe. Werden noch ein paar Seiten beklebt, aber es ist natürlich nicht notwendig, wenn ihr sagt, oh, ich brauche nicht alles doppelt und dreifach hier mit Designerpapier verkleben, dann auf gar keinen Fall natürlich. Aber mit diesen zwei Laschen kann man es auch fast so ein bisschen aufbauen wie ein Mini-Album, dass man eben hier auch noch schmückt und hier oben vielleicht sogar noch einen Spruch reinmacht. Das Mini-Album ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst schon, ähnlich wie eine Klappkarte. Sehr hübsch. Sehr, sehr, sehr hübsch. Okay, dann gibt es hier... Habe ich noch so schöne Sachen ausgestanzt von dem Freude am Kreieren Set, nämlich eine Nähmaschine,
Aber wir brauchen natürlich keine Nähmaschine, wir brauchen eine Stanzmaschine. Das ist jetzt leider ein bisschen wenig Kontrast, aber einen Papierschneider haben wir. Könnten wir jetzt auch ein kleines Stück, haben wir eigentlich genug kleine Stücke, wir haben so viel weggeschnitten, noch in den Papierschneider legen. So. Das ist doch hübsch. Und da kommt vielleicht der Spruch drauf. Und für den Papierschneider gibt es immer noch Schneideklingen. Ich weiß nicht, oh ja, aber nur in Schwarz haben wir da leider welche hier. Und ich mische nochmal. Die Schere ist auch extra hübsch. Die gefällt mir auch sehr gut. Kann man natürlich auch zweifarbig machen, dass man hier die graue nimmt und die schwarzen Griffe dran klebt. Ist wirklich auch sehr, sehr hübsch. Ich hole mal schnell das Stempelset, dann gibt es hier einen Spruch. Dann verzieren wir das. Ah, der Stickrahmen ist fast ein bisschen zu viel. Okay, was haben wir denn? Mit Liebe, das Leben, du inspirierst mich, ist doch eigentlich auch schön. Ganz und gar handgemacht für dich. Jetzt schauen wir mal. Das passt hier sehr gut drauf. Na, dann nehmen wir doch das. Passt auch gut, weil die Box, diese hier soll jetzt für eine liebe Kundin sein. Die wollte so gerne eigentlich noch selber Wobbles machen. Und da sind wir jetzt nicht mehr dazu gekommen, dass ich ihr das zeige. Und jetzt habe ich ihr ein paar hergestellt und dann kriegt sie die, bevor sie wegzieht, noch in dieser Schachtel überreicht. Und natürlich kriegt sie noch einen Link zum Wobble-Video. Das ist auch hier auf dem Kanal. Damit sie das dann in der Ferne auch selber herstellen kann. Ich habe natürlich ganz viele Kunden, die nicht in München oder Bayern wohnen, sondern irgendwo in Deutschland. Mit dem Online-Shop und dem YouTube-Kanal ist das ja überhaupt gar kein Problem. Aber natürlich, wenn man es so gewohnt ist, dass man immer hier regelmäßig die Workshops nutzen kann und auch, wenn man Fragen hat, schnell vorbeikommen kann, da müssen wir uns jetzt beide ein bisschen umgewöhnen. Aber ich bin mir sicher, dass das... Also, wo ist denn mein Kleber, der nicht verstopft ist? So, hier handgemacht für dich. Das hier lassen wir so stecken. Der Papierschneider kommt hier drauf. Ich glaube, es gibt heute sogar noch ein paar Glitzersteinchen drauf. Ich überlege gerade, wir hätten jetzt hier Ton in Ton. Aber ich glaube, das... Schauen wir mal. Was könnte man denn nehmen? Gelb fände ich jetzt eigentlich ganz... netten Kontrast hier drauf. Und einen kleinen. Ach, das ist doch eine süße Verpackung, oder? Genau. Und ich hoffe, euch gefällt der genauso gut wie mir, dieser Verpackungstyp. Auch, dass man da gar nichts kleben muss. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass man sich ein paar vorbereiten kann. Das hier kann man sogar noch einklappen. Und dann ganz platt im Regal, wenn man es braucht, flip-flop, wird es zusammengeklebt. Und schon hat man hier eine wirklich gut verschlossene, kleine, stabile Box. So, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich riesig, dass ihr so fleißig meine Videos guckt. Ich freue mich auch sehr riesig über einen Daumen hoch, über ein Abo für diesen Kanal, damit er ein bisschen mehr Reichweite bekommt. Da könnt ihr mir
wirklich sehr helfen, wenn ihr den Kanal abonniert, einen Kommentar schreibt oder einen Daumen hoch drückt. Und wenn ihr noch Bastelmaterialien braucht, geht über den Link in den Shop und sucht euch was Schönes aus oder schreibt mir eine E-Mail, wenn ich euch beraten darf. Ich biete auch regelmäßig Sammelbestellungen an. Und wenn ihr in der Nähe von München wohnt, könnt ihr auch gerne mal zu einer Kennenlernkarte vorbeikommen. Also, ich freue mich riesig von euch zu hören. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Lasst euch gut gehen. Tschüss.